Ich habe ein Bike hergestellt, was einfach richtig gut funktioniert. Und das werde ich nie vergessen. Niemals werde ich das vergessen. Mein Name ist Bernd Ivanov, komme aus dem kleinen Örtchen Lossa am Rande von Sachsen-Anhalt, Nähe Thüringen, und habe 2006 eine Firma gegründet, die halt CNC-Maschinen hat, und komme aus dem Beruf, bin gelernter Werkzeugmacher. Als Fertigungsmethode kam natürlich klar, CNC muss sein. Umso mehr CNC, umso besser. Und dann eigentlich, warum nicht alles CNC? Und da habe ich mir gedacht, gut, es ist schwer, sicherlich, weil hat ja noch keiner geschafft. Aber wir versuchen es trotzdem. Und da habe ich dann angefangen, das Rad zu entwickeln. Das war vor 2 Jahren. Und mit Ceratizid habe ich eigentlich schon von Anfang an Kontakt. Logischerweise habe ich sehr guten Kontakt mit dem Außendienstmitarbeiter, und die Werkzeuge setze ich auch schon immer ein. Deshalb habe ich mich entschlossen, auch die ganzen Strategien und die ganze Fertigung mit den Werkzeugen von Ceratizid zu machen. Und um einfach das in, sozusagen eine Hand zu geben, dass wir das Optimale dann am Ende rausbekommen. Um den Rahmen zu fertigen, werden zuerst Spannbohrungen eingebracht. Dann wird das auf den Tisch gespannt, wird die erste Seite geschrubbt, geschlichtet, die Passungen werden eingebracht, dann wird das ganze Teil umgedreht, also 180 Grad, und dann machen wir die zweite Spannung, sodass am Ende der Rahmen komplett fertig von der Maschine genommen werden kann. Nachhaltig hat mich der CCR-Fräser mit der Dragonskin-Beschichtung fasziniert. Was dafür an Spanvolumen halt entsteht, wenn der Fräser im Eingriff ist. Zumal auch die Schnitttiefen von 25, 30 mm, und dann fliegen da die Späne raus. Das ist schon krass und faszinierend. Als ich den ersten Prototyp von der Maschine genommen hatte, den ersten Rahmen, das war absolut überwältigend. Das war absolut federleicht, was dann noch am Ende entstand, und den in der Hand zu halten, das war schon ergreifend. Das Besondere an meinem Bike ist halt das Design. Ich bin nicht beschränkt, nur einfach Rohre zu nehmen und diese zusammenzuschweißen. Ich kann mir halt mich austoben und kann sagen, das sieht halt extravagant und besonders aus. Ich bin Frederik Tobias. Ich fahre Fahrrad eigentlich schon, solange ich denken kann. Ich komme ursprünglich aus dem Downhill-Bereich und bin jetzt nur noch auf dem Enduro unterwegs. Bernd ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich für ihn das Fahrrad mal testfahren könnte. War ich am Anfang auch, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen skeptisch, ob das alles so funktioniert. Mit diesem Hintergrund, den er da quasi hat, der nicht ganz so Mountainbike-affin ist. Aber mittlerweile bin ich jetzt hier schon ein paar Monate drauf unterwegs und ich bin mittlerweile echt überzeugt. Also bergab, es geht wirklich gut. Der Hinterbau funktioniert also wirklich signifikant besser, als ich das erwartet hätte. Und kann also von der Performance her auf jeden Fall mit allen anderen Fahrrädern mithalten. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut? Das vergesse ich nie wieder, weil das war so ein Moment, wo ich sagte, das jetzt, ich habe es geschafft. Ich habe ein Bike hergestellt, was einfach richtig gut funktioniert. Und das werde ich nie vergessen. Niemals werde ich das vergessen.